Guten Morgen, guten Tag, schönen Abend. Je nachdem, wo ihr seid. Hallo erstmal. Hallo erstmal. So, wieder mal. Ja, nicht so schön Wetter. Meine Haare sind vom Winde verweht. Kein Dreiwettertaft, nix. Aber wir sind hier wieder mal auf einem Aussichtspunkt hier. Herrlich. Herrlich. Und zwar gibt es hier etwas Besonderes, nämlich das da. Genau das hier. Das ist ein Leuchtturm. Oh, schaut euch den Baum an. Seht ihr, wie das nach oben wächst hier? So. Da, alles vom Wind. Der Wind gestaltet die Bäume hier. Also die Pinien. Ist eine Pinie, oder? Ja. So schön gestaltet. Ja, oder ist eine Pinie. Die werden noch gestutzt hier. Das ist so schön. Mal schauen, ob wir reingehen können. Aber es gibt mehrere solche Aussichtspunkte hier auf der kleinen Insel hier. Es ist wunderschön hier, wirklich. Atemberaubend und windig natürlich. Oh, was ich euch noch sagen wollte, ist eben bezüglich den da. Die findet man überall. Und wir sind, nein, nicht Palma, wir sind hier. Hier sind wir. Wir waren schon hier auf der Aussichtspunkt und wir waren glaube ich noch irgendwo hier unten noch. Ja, jetzt mal schauen, ob wir überhaupt in den Aussichtsturm können oder nicht. Ihr seht. Ah, und für diejenigen, die es nicht wissen, ich muss alles mit meinem Handy aufnehmen. Da mein geliebtes, Videoshooting-Material das seitliche gesehen hat. Aber ja, was soll's. Wir sind ja hart im Nehmen. Mal schauen. Es ist verboten. Ja. Also wir können nicht reingehen. Aber da. Aussichtsturm. Ah, mein Leuchtturm. Genau hier sind wir reingekommen. Da ist der Punkt. Den sehe ich immer von meinem Hotelzimmer aus. Der 1861 ist der erste Lichtaufgang. Ihr könnt mal stoppen und es selber mal durchlesen. Ist meine Frau da? Soll ich mal runtergehen? Ja. Aber wunderschön hier. So, gehen wir mal wieder zurück. Oh, auf die andere Seite, ja. Aber hey Leute, dort will ich hin. Ich will mein Ziegenabzeichen bekommen. Mein Wanderziege oder Kletterziege. Nee, wunderschön hier. Ja, das Wetter ist einfach, spielt einfach nicht mit, aber was soll's. Es kann nicht schlimmer sein, es könnte ja regnen. Was es jetzt leider nicht tut. Aber hört ihr das? So, jetzt holen wir mal Frau ab und
Entschuldigung. Versuchen mal rauszufinden, was dort ist. Frau? Und wie geht's am Handy? So, wir entfernen uns von dem Aussichtspunkt da hinten. Also da hinten. Gehen wir hier entlang. Hab da etwas Spezielles entdeckt. Das, was ich euch mal gezeigt habe, wo ich gerne hin möchte. Auf mein Podest. Und entschuldigt die Windverhältnisse hier. Filme leider mit meinem Handy. Ja, danke. Aber wow. Hier die alten Mauern. Alte Rockkunstuhr. Ist das ein Brauch, dass man die Steine so hinlegt? Falls ihr das wisst, ihr wisst schon, unten in den Kommentaren hin. So. Da ist eine Höhle. Nichts drin. Und auf einmal springt etwas rauf. Das wäre jetzt etwas. Aber ich denke nicht. Ich denke nicht. So. Ich habe meinen Pulli ausgezogen. Hier ist es auch ein bisschen heißer als dort an der Küste. Mit diesem vielen Wind. Oh nee. Mein Podest ist eingezäunt. Ach Mensch. Schaut, mein Podest. Ah, hier. Dort ist mein Guckloch. Habe ich es leider eingezäunt. Kann ich verstehen, weil es gibt so behinderte Menschen hier, die ja ihren Abfall halt wie dort hier lassen. Und ja, die größten Tiere auf der Welt sind wir Menschen. Weil da liegt eine Flasche hier überall. Ja. Aber das meiste haben wir gesehen. Mal schauen, was es hier gibt. Oh, Einschusslöcher. Ja. Schau. Glas überall. Gefährlich hier. Ah, ja, war ja klar. Schaut mal an. Schauen, was ich gefunden habe. Schauen. Das ist ja schön, oder? Das war mal ein Turm mit der Aussicht. Nach da. Gehen wir mal dann hin. Mal schauen. Oh, Snake-Territorium. Nix. Weiter. Aber es ist wirklich, wirklich wie ein Schlangenterritorium hier. Wenn ich schreie, dann wisst ihr warum. Weil mich eine Schlange angegriffen hat. Aber ich finde es schön hier.
So. Da, Erleuchtung. Und Katamaran ist, wo ist er? Da irgendwo dort. Und der Turm. Also das heißt, Sie haben hier aus alles beobachtet, wer von hier gekommen ist. Was ist eigentlich dort? Irgendetwas ist dort. In welches Land? Verflucht sollt ihr sein, ihr Fremden. Bleibt dort, wo ihr seid. Hab's ihnen gegeben, ne? Ja. Oh, Snake-Territorium. Mal schauen, was es so gibt. Nee. Nee. Der Joe geht hier lang. Wirklich Snake-Territorium hier halt. Schaut euch das an. Herrlich. Wir sind fast Sicherheit, aber das ist der Grund, wieso das hier sein muss. Oh! Wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier? Eine Hantelbank? Schaut euch das an! Das ist ja unglaublich! Tatsächlich. Eine Hantelbank habt ihr hier. Eine altertümliche Workstation. Eine Street Workout Session der Altertümlichkeiten hier. Herrlich. Herrlich, herrlich. So, ja. Ich dachte, ich könnte da drauf gehen. Aber ja. War wohl nichts. Immer diese engen Gässen hier. Au, au, au. Unglaublich. Was gibt's hier? Am Schluss bin ich verloren, habe mich verirrt. Ah nein, wir sind wieder hier. Dort, wo wir angefangen haben, kommen wir wieder zurück. Ja, wir sind wieder zurück. Zurück in der Zivilisation. Vorne war es schön ruhig. Ja, ist unglaublich. Also dem war es wirklich stickig, auch heiß. Hab kaum schwitzen. So unglaublich. So. Jetzt sind wir wieder an einem windigen Ort. Herumlaufen.
aus dem windigen Ort, wo meine Haare sich verabschiedet haben. Ich wünsche euch alles Gute. Abonnieren, liken, subscriben, abonnieren, auch Glocke, alles Mögliche. Ich muss das gar nicht zeigen. Also bis dahin. Tschüss.